Mein Name ist Andreas Kunze und ich bin einer der Gründer und der CEO von Konux. Unser Ziel ist es, mit Sensordatenanalyse die Pünktlichkeit und Qualität der Infrastruktur zu verbessern. Die Deutsche Bahn hat 70.000 Weichen in ihrer Infrastruktur. Da müssen jedes Jahr mehrere Leute an jede einzelne Weiche, um zu überprüfen, wie geht's dir überhaupt. Was wir machen ist, wir platzieren Sensorik dort, die konstant den Infrastrukturzustand überwacht und dann mit Hilfe unserer Datenanalyse voraussagt, wann muss wirklich jemand ans Gleis und wann muss wirklich gewartet werden. Das ist jetzt unser Sensor für die Bahninfrastruktur. Der erfasst 9 verschiedene Beschleunigungswerte in 3 verschiedenen G-Klassen. Daraus sehen wir Vibrationen in verschiedene Dimensionen und auf der anderen Seite können wir sowas wie Positionsverschiebungen messen. Damit kann man dann Achsen zählen oder das Zuggewicht, die Zuggeschwindigkeit, um damit immer den Abnutzungsgrad von jedem einzelnen Zug, der darüber fährt, zu erkennen. Und das Ganze ist aufgebaut wie ein Handy. Man hat ein Kommunikationsmodul, das jederzeit sendet und eine Batterie, die das Ganze am Leben hält. Der Kunde hat immer ein Web-Login, in dem er sehen kann, wie ist eigentlich mein Zustand. Und natürlich gibt es sowas wie Notification, aber das machen wir einfach so, wie es der Kunde will, wie es der Kunde braucht, wie es gut in seinen Workflow passt. Wir haben uns während dem Studium zusammengefunden, 3 Leute mit dem Hintergrund Information Systems und meine Mitgründer mit Elektrotechnik und Maschinenbau. Und wir wollten eigentlich in Deutschland was bewegen und zwar in dem Bereich, wofür Deutschland steht, also Maschinenbau, alles was sozusagen echte Industrie ist. Große Hürden sind immer, ein wirklich gutes Team aufzubauen. Gerade wir reden hier von industriellen Anwendungen, wo es wirklich darum geht, die so festzumachen, dass sie einfach an der Bahninfrastruktur halten. Das heißt, immer wenn ein Zug mit über 200 Sachen rüberfällt, das System hält und misst. Und dazu braucht man definitiv Leute, die aus der Branche kommen, die das schon mal gemacht haben. Die muss man erstmal finden und davon überzeugen, dass das, was man vorhat, das Richtige ist. Wirklich angefangen haben wir im Dezember 2014. Im Februar 2015 haben wir unsere erste Finanzierungsrunde gemacht mit 2 Millionen US-Dollar und dann die ersten Kunden gewonnen und jetzt im April gerade die nächste Finanzierungsrunde über 7,5 Millionen Dollar abgeschlossen, sind jetzt in der Zeit von 0 auf 30 Mitarbeiter gewachsen, haben verschiedene Investoren aus den USA und in Deutschland. Unsere Kunden, also jetzt im Speziellen die Deutsche Bahn, hat uns schon enorm geholfen. Die haben uns einfach bei jedem einzelnen Schritt, den wir gegangen sind, unterstützt. Das heißt, da gibt es Höhen und Tiefen und da sind sie aber auch mit uns gegangen. Und wenn man sich das mal vorstellt, so ein Unternehmen mit 330.000 Mitarbeitern und dann ein Unternehmen mit knapp 30 Mitarbeitern, dass das gut zusammen funktioniert, wer hätte das gedacht? Es gibt jetzt mehrere Systeme, die in Europa angebracht sind, also jetzt nicht nur bei der Deutschen Bahn. Und die senden fleißig Daten und nächstes Jahr soll das eben in einem größeren Rollout ausgerollt werden. Jeder, der nächstes Jahr ICE fährt, wird über unsere Systeme fahren. Und dann, überall wo es Digitalisierungspotenzial gibt, da wollen wir hin. Ich denke, erstmal ist es schon ein Feedback für uns, dass sich die ganze harte Arbeit eigentlich gelohnt hat. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass wenn wir nur einen einzigen weiteren Kunden damit erreichen, dann hat sich das schon richtig gelohnt. Stop talking, start doing. Ich denke, das ist ein elementares Problem, wo wir in Deutschland immer noch sind, dass die Leute extrem viel über ihre Ideen reden, aber weniges umsetzen. Werden ganz viele Leute sagen, das funktioniert nicht. Ja, aber am Ende geht's darum, Probleme zu lösen. Wenn man ein echtes Problem löst, wird dann immer jemand dafür Geld kriegen.